Und damit herzlich willkommen zurück zu Dungeons of Infinity, liebe Leute. Eine neue Runde startet mal wieder rein und wir gehen in ein neues Game, wählen einen neuen Charakter aus. Ich würde sagen, heute nehmen wir mal Samus und nehmen uns, nee, natürlich kein Bonus-Item, aber eine Challenge nehmen wir wieder mit. No Map finde ich irgendwie komisch. No Light, No Lamps. Nee, das ist auch irgendwie doof. No Shops. Okay, keine Möglichkeit, irgendwo einkaufen zu gehen. Das heißt, wir müssen theoretisch alles in Schatzkisten finden und durchrushen bis zum Dorf, damit wir irgendwas kaufen können. Das verstehe ich jetzt darunter. Und Higher Risk of Curses, also höheres Risiko, Flüche zu erhalten. Nehmen wir das mal heute. Das wird auch eklig. Ich bin mal gespannt, was passiert. Heilige Scheiße. Okay, wir sind Samus. Und schade, dass ich kein Beam habe. Wäre irgendwie auch cool gewesen. Und wir gehen rein in die erste Runde. Bin gespannt, was wir so heute schaffen. Jo, dann zack. So, ich glaube, es ist heute schon ziemlich spät bei mir. War heute schon arbeiten, bla bla blub. Und bin auch schon ein bisschen müde. Mal gucken, wie wir da so heute zurechtfinden in dieser schönen Runde. Ich habe auch keinen Kaffee, sondern habe hier einen schönen Tee stehen heute mal. So, gucken wir mal hier rein. Geil. Naja. Immerhin. So. Naja gut, Geld brauchen wir ja... Ja doch, später brauchen wir halt Geld. Gucken wir ein bisschen Mana. Ja, aber für den ersten Raum ist das eine gute Ausbeute, oder? Ah, zumindest sind die Gegner wieder normal stark. Das ist natürlich sehr geil. Da freue ich mich. Das sieht special aus. Bin gespannt. Bin gespannt, was sich ergibt. Boah, da lässt sogar noch einen fallen. Ein Quarz. Quarz war jetzt nicht so gut, ne? Okay. Ja, ich bin wieder drinne im Geschehen, Leute. Zack. Ein paar Bomben. Mhm. Von hier kommen wir dann dahin, wo jetzt die Krüge waren. Vielleicht ist da irgendwas drin. Oh, zumindest ein bisschen Kohle. Okay, da. Ja, dann geht's nach links wahrscheinlich. In einen Rundweg oder so rein. Okay, bin ich mal gespannt. Toll. Voll reingerannt. Und dann müssen wir jetzt im nächsten Raum theoretisch einen Schlüssel bekommen. Oh Gott. Zack, zack. Nice. Da ist er. Okay, schön. Den Key haben wir. Wir haben sehr, sehr, sehr viele Gems bekommen. Ja doch. Bin richtig hier. Und nach unten gehen. Jo Leute, wie geht's euch denn so? Schreibt mal in die Kommentare. Was geht bei euch gerade so ab? Wie ist euer Leben? ich freue mich, wenn ich hier manchmal einfach eine Runde dem Alltag entfliehen kann. Und eine Runde zocken kann. Das ist schon ziemlich schön. So. Okay, zweites Stockwerk. Es gibt keine Shops, ne? Das ist echt traurig. Wir müssen jetzt gucken, was wir machen. Und hoffen, dass wir in den Schatzkisten ein bisschen was bekommen. Aua. Wir müssen quasi haushalten. Okay. Noch ein Quarz. Hä? Warum so viele? Hä? Alter, was ist denn hier los? Vier? Vier von den Dingern haben wir jetzt schon.
Das ist interessant. Zack, zack. Zack, zack. Ab. Okay, komplett Mana hier. Am Start. Hallo. Tür auf. Ansonsten leider nichts hier weiter. Aha, da ist der Key. Ja, aber bis jetzt ist alles ziemlich mau, muss man sagen. Wo war denn der Schlüssel? Hier. Gehen wir erstmal nach rechts. Ah, sehr schön. Jo, geil. Sehr schön. Oh. Schönes Level 2 Schwert bekommen. So, da geht's schon in die nächste Etage runter, Leute. Aber da wollen wir noch nicht hin. Sehr schön. Das deckt alles schön, ne? Und Bomben, sehr geil. Ah, schön. Ja, ja, ich bin zufrieden damit. So können wir auf jeden Fall in die nächste Etage reingehen. Das gefällt mir. Weiter geht's. So, das Castle Prison. Wir haben sogar noch einen Platz frei und könnten Mana konsumieren, um noch mehr Platz zu sparen. Yep. Stimmt, der hält jetzt einen Schlag mehr aus, der Typ. Noch so ein Ding. Die lassen sich auch stacken. Ha. So, schöne Schatzkiste hier unten. Boah, sehr schön. Das muss ja dann für... Ich weiß nicht, im Dorf gibt es dann auch Shops oder... Oder gibt es die dann nicht? Das wäre halt cool zu wissen. Das müssen wir dann herausfinden. Oder ob es halt nur die Shops hier in den Dungeon nicht gibt. Oh Gott. Heilige Scheiße. Der hat richtig Schaden reingehauen hier, der Typ. Zack. Zack. Okay, cool. Das war schön. Ich habe keine Heilung. Ich muss echt aufpassen. Hi, du Louis. Boah, was ist da los? 8 Pfeile. Zack. Bam. Na, 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 na. Ja, jetzt kommt so viel Mana. Mana, was ich nicht brauche. Ein Herzchen wäre ganz nett. Natürlich nicht. Gar nichts bekommen. Das ist ja der Wahnsinn. Hallo? Warum so dunkel? Ah, ein Key. Ein Key. Hallo. Okay, ist gar nichts mehr los. Ah, nicht schon wieder so einer. Hey, du. Boah, die Fledermaus. Zack. Ah, die lassen hier nichts droppen, die Typen. Okay, wo gehen wir jetzt lang? Theoretisch hier lang. Okay. Da muss ich also von oben kommen. Dein Key haben wir ja. Die Frage ist nur, wir müssen jetzt wahrscheinlich hier nach oben, oder? Das war hier? Da kam er rein, ne? Ja, 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 ja. Ja. Oh Gott. Zack, 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 zack. Sehr schön. Ba, 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 ba. Nice. Okay, und die Fledermaus. Und dann sorgen wir für ein bisschen Erleuchtung. Wie kann ich mir denn diesen... die andere Challenge vorstellen mit dem Licht? Oder stand kein Licht? Heißt das, ist es immer... Doc finster dann? Oder wie ist das gemeint? Das wäre voll gemein irgendwie. Wie soll ich denn da gegen die Gegner ankommen, wenn ich gar nichts mehr sehe? Ja gut, wir probieren die Challenge einfach irgendwann nochmal aus. Aber jetzt machen wir erstmal die hier. Mit den Shops. Boah. Ach, scheiße. Boah, was machen wir denn jetzt? Also hier Pfeile droppen, klar. Ich glaube... Das hier haue ich mir auch rein. Ja, dann droppe ich das.
Dann... Das ist ein Diamantenrubin. Die zwei nehme ich auf jeden Fall mit. Und das Grüne... Ich meine, warte mal. Ich meine, die zwei sind jetzt auch nicht so super selten, ne? Muss man ehrlich sagen. Bin jetzt schon am Überlegen, ob ich den hier vielleicht abwerf. Und mir dafür das noch mitnehme. Ah, komm, ich lasse es erstmal. Ich bleibe erstmal so, wie ich bin. Oh Gott. Ba, 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 ba. 1, 2, 3. Und tschüss. Bam, 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 ba, ba, ra, da. Ah, das ist der Opa. Shit, das muss ich sogar noch mehr opfern. Die Frage ist halt, sind Rubine überhaupt so wichtig, ne? Das ist halt die große Frage, die man sich gerade stellt. Ja komm, ich drop den weg. Und nehme mal den Brief mit. Wir müssen... Ja, wir müssen halt irgendwie... Ohne das ganze Geld... Erstmal irgendwie auskommen. Und ich hoffe dann, dass wir halt im Dorf richtig eskalieren können, dass wir da alles mitnehmen können. Ist halt aber auch nur eine Vermutung. Kann auch sein, dass wir da nichts kaufen können. Dann bringt uns halt Geld auch gar nichts. Das ist halt die große Frage, ne? So. Schlick hier mal eine Bombe hin. Just for fun, aber ist nix. Schade. So. Hey Kumpel. Ich meine, ich kann schon vom Glück reden, dass ich überhaupt ein Schwert bekommen habe. Ich meine, das ist ja auch schon mega nice. Doch so ein Ding. Jetzt habe ich 5 von denen. Wahnsinn. Das ist ja der absolute Wahr. Oh shit, ist die Tür damit zugegangen. Was soll das denn? Noch mehr Geld. Geld, was ich aktuell gar nicht brauche. Zack. Und zack. Und zack. Und zack. Und dann waren alle tot. Eieiei. Ist aber auch riesig, ne? Das Stockwerk. Hätte ich gar nicht so gedacht. Und wir haben so viel Mana. Okay, noch mehr Geld. Wahnsinn. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Ja, mit der Kohle hätten wir uns schon längst eine geile Rüstung kaufen können. Oder halt noch mehr Schwert-Upgrades, ne? Ah, das wäre schon schön gewesen. Ich gehe nochmal kurz nach links. Will nichts verpassen. Weil hier ging es ja auch noch nach oben. Ah, guck mal. Ah, eine Fee. Ja, gut. Ja. Lass mal stecken. So, warte mal. Das hier sieht auffällig aus. Ich guck mal, ob da was ist. Nö. Schade. Hätte ja sein können. Okay, weiter im Text. Hier nach links. Okay, die Ratte habe ich gerade gar nicht gesehen. Ich habe halt 0 Heilungs-Items, ne? Aktuell auf der Tasche. Wäre schon ganz cool gewesen, wenn wir zumindest noch die Sora-Quelle gefunden hätten. Okay. Full Life bin ich. Ich musste mich dann halt ein bisschen konzentrieren, wenn wir gegen die Amos-Ritter kämpfen. Ja, nehme ich jetzt. Okay. Na ja, dann. Wir probieren mal unser Glück. Ja, geil. Oh, Kacke. Okay, warte mal. Hm, ja, das war jetzt doof, ne? Oh, cool, die hat sich sogar ausgezogen. Der Skin hat sogar... Habt ihr das gesehen? Die hat sich sogar ausgezogen. Hey, was war das denn? Also, das war ja sowas von schlecht und... ich hab auch keine Heilung. Aber das war auch... Das war ja so eine super schlechte Runde. Okay, 6 Bomben. Menu. Ja, kann sein, dass ich heute mal wieder einen Fail-Part hinlege.
Ihr kennt das ja. Jeder zweite Part oder dritte Part ist mal so eine Fail-Runde. Gehört halt auch mal dazu, ne? Aber wir lassen uns nicht unterkriegen. Ah, guck mal, das ist ein Balkon. Da kannst du runtergucken hier. Nice View und so. Zack. Zack. Mana nehmen wir mit. Herzchen lassen wir erstmal liegen. What the heck? Da bringt mir halt nichts, ne? War halt schon ziemlich geil, dass wir das Level 2 Schwert bekommen haben. Da kann man sich schon nicht beschweren. Über das Schwert. Aber schon wieder so ein leerer Raum. Hier gibt's doch bestimmt was. Ja! 20 Pfeile, die ich nicht brauche. Hey! Oh, gut. Über den Bogen würde ich mich, glaube ich, auch erstmal nicht beschweren. Gerade gegen den Boss ist das, glaube ich, eine feine Sache. I guess. Kacke. Na? So. Ja, es war jetzt so schlecht gegen diesen Boss. Keine Ahnung, warum ich da gerade so hemmungslos versagt habe. Oh. Ja. Ja, gut, das waren auch eher so useless Items. Außer der blaue Kingstone, der könnte vielleicht cool sein. Aber maybe not. Okay. Also ich finde, irgendwie ist das erste Stockwerk auch schon spürbar größer geworden. Wenn ich da so die älteren Versionen in den Gedanken habe, war das schon deutlich kleiner immer. Da ist man da eigentlich mit 5 Räumen oder 6 Räumen, glaube ich, durchgekommen, oder? Okay. So, bisschen Mana. Jo. Noch mehr Pfeile. Okay, ja, nehmen wir alles mit. Und dann geht's hier schon in die Schlüsseltür. Und da geht's runter ins nächste Stockwerk. Herzchen nehmen wir mit. Naja. Ja, ich glaube, diesmal würde ich zu dem Bogen nicht Nein sagen. Würde ich den jetzt in der Kiste finden, würde ich mich freuen. Für den Boss wäre es, glaube ich, nice. So. Aber wir kriegen wieder nur Geld. Zack, zack, zack. Ich hoffe, ich krieg wenigstens Level 2 Schwert wieder. Ah, das war schon ein unverschämtes Glück eigentlich. Normalerweise ist das selten, dass du ein Schwert-Upgrade in der Kiste kriegst, glaube ich. Okay, Kompass. Ja, nehmen wir es mal mit. Oh Gott, voll drüber geworfen über die Schlange. Ich bin sehr treffsicher heute. Ich habe mein Zielwasser getrunken, wie ihr seht. Okay. Hey, Kumpel. Die Ratte, ey. So, wunderschön. Okay, da geht's auch noch nach oben. Da ist der Schlüssel. Okay, wir gehen nach oben. Wir gehen nach oben, ist doch logisch. Hä? Nee, lieber nicht. Aha. Okay, schon wieder. Müssen wir nach oben gehen? Ist da eine Schlüsseltür? Vielleicht. Vielleicht. Aber vielleicht ist da hinten noch eine Schlüsseltür. Man weiß es nicht. Mal gucken. No. So. Oh, ja, nehme ich mal mit. Guck
Komme ich da einfach so durch? Ja. Und jetzt, ne, mal den hier. So, zack. Kann es sein, dass ich da unten was vergessen habe? Eine Tür oder so? Ich hoffe, ich muss den ganzen Weg nicht nochmal latschen gleich. Ja komm. Ich probier's mal, aber ich glaube nicht. Oh, was? Ich hab's irgendwie nicht erwartet. Rubine? Mana, okay. Ja. Konsumier mal. Ah, es nützt mir halt nichts, ne, das Geld. Das nützt mir auch überhaupt nichts gerade. Und hier geht's leider schon in den Kerker. Wir gehen nochmal zurück kurz. Da geht's ja auch noch nach unten. Achso, da geht's in den Kerker. Stimmt. So, wir gehen nochmal ganz kurz gucken, Leute, was da sich in den Räumchen befindet. Vielleicht gibt's da... Achso, da kam ich her, ne? Aber, naja, warum wird mir das denn auf der Karte so angezeigt? Das ist irgendwie verwirrend. Na gut. Ja, dann war das ein sinnloser Weg. Sorry. Sorry dafür. Wir haben noch 3 Bomben. Ist nicht gerade viel. Und einen Haufen Mana. Ich hätte gern irgend so... Ja, einen Ring der Heilung wäre gerade ganz geil. Wir haben viel Mana. Ring of Rupee fühle ich gerade gar nicht. Weil ich weiß auch nicht, ob ich auf Etage 6 dann Shops bekomme oder nicht. I don't know. Wird halt eklig werden später, ne? Wir werden ziemlich unausgerüstet sein. Glaube ich. Ich glaube, das wird richtig eklig werden. Bin mal gespannt. Bin mal wirklich gespannt. Ich glaube, hier ist es, glaube ich, wirklich am sinnvollsten. Du kaufst diesen Ring, dieses Amulett, was dir Geheimgänge zeigt. Wo du dann möglichst viele Geheimgänge findest und in der Hoffnung lebst, dass du da geile Items herkriegst. Ich glaube, das ist für den Run am besten. Werde ich mir dann vermutlich, falls wir den in der Stadt haben, auch direkt kaufen. Weil wir haben ja nicht sehr viele Möglichkeiten. Die Stadt ist eigentlich wirklich der einzige Ort, wo wir was einkaufen können. Für Upgrades und so. Weil bei den Zwergen kannst du ja auch nur Tränke und Nahrung kaufen. Oh, oh, ja, komm. Größere Tasche. Ja, das ist auch cool. Obwohl ich mich jetzt über einen Bogen oder über ein... Hä? Hallo? Über ein Schwert auch gefreut hätte. Ja, bei den Zwergen kannst du dir halt nur Bomben und so kaufen. Ach, kacke. So. Oh. Ja, sehr schön. Eine Flasche Milch. Perfekt. Hey, Opa! Gib mir mal deinen Brief. Vielen Dank. So. Ist der Moment gekommen, bei dem ich sehr gerne ein Level 2 Schwert hätte. Bei so vielen Gegnern. Oh Gott. Oh, schöne Bomben. Okay, wir haben eine Milch. Das ist schon cool. Ich gehe mal hier runter. Hallo? Ach. Noch mehr Bomben, was zur Hölle? Okay, ich pfeffer mal welche raus. In der Hoffnung, dass wir hier vielleicht noch irgendwo ein geheimes Gängchen finden. Kein Leben. Nix. Okay. Tschüss. So, da könnte ich mit dem Schlüssel rein. Ich gehe erstmal den Weg hier. Ach du Scheiße. Jawohl. Ach, Kacke.
Der leichteste Typ da trifft mich wieder. Oh no. Ja, ich krieg auch keine Herzchen, nix. Gar nix krieg ich. Oh ja, dankeschön. Ich fühle mich belebt. Ich gehe erstmal runter. Ich glaube, unten ist der optionale Weg. Jo, das sieht optional aus. Boah, 454 Rubine. Schön. Ich wollte jetzt gerade sagen, bitte mehr davon, aber eigentlich brauche ich es überhaupt nicht. Aktuell zumindest gar nicht. Wieder reingerannt, aber ich krieg gleich ein Herzchen. Sehr schön. Vielen Dank für die Blümchen. Na, nein. Ja, ich glaube, Konzentration ist heute gar nicht mehr gut, Leute. Die ist heute gar nicht mehr gut. Naja. Oh, ja, gehen wir mit. Boah. Warum kam er denn jetzt angerannt? Sehr schön. So, haben wir hier noch was? Nö, nö. Okay. So ein Rennauto. Nein! Okay, da ist auch noch einer. Hey, Snake! Papa! Ach, Kacke. Okay, nice. Und es geht weiter. Zack. Zack. Da ist ein Herzchen für mich. Zack. Ah, läuft. Auch schon wieder so riesig, ne? Ist schon ziemlich groß. Oh. Was haben wir denn jetzt hier? Zweimal den und zweimal den. Okay, was kann ich damit vollbringen? Ich glaube, ich würde mir Cola-Dosen holen, Leute. Heilung ist auch sehr wichtig. Gib her. So, Cans of Kitty Cola, genau. Und jetzt mache ich das nochmal und hoffe, dass das vielleicht stackt. Das wäre, glaube ich, ganz geil. Dann hätte ich 6 davon. Und ich trinke mal einen Schluck Tee, Leute. Ah, lecker. Jetzt hat er mir was anderes gegeben. Das deckt natürlich nicht. Na gut, aber wir haben sehr, sehr viel Heilung. Dafür kein Upgrade. Das ist halt das Negative. So, warte mal, hier. Wir haben viele Bomben, deswegen. Es sieht gerade auffällig aus auf der Karte. Aber leider ist da nichts. Schade. Mal dann. Rein ins Gefecht, würde ich sagen. Warte mal. Bringt das irgendwie unterschiedlich viel? Macht 3 Herzen und macht 3 Herzen. Also egal. Okay. Auf ins Gefecht. Wird halt ein bisschen eklig, aber hey, ich glaube, wir haben schon Schlimmeres gemeistert. Ja, irgendwie. Mein Kampfstil ist heute richtig scheiße. Ja. Aua. Bam, bam, bam. Ach, vergesst es, Leute. Meine Konzentration ist heute echt für den Arsch. Kacke. Meine Güte. Naja.
Gut, wir haben es auf die Ketten bekommen. Wir sind zumindest mal beim Boss durch. Jetzt müssen wir nur noch die ekligen 2 Etagen danach schaffen mit einem Level 1 Schwert. Ich hoffe wirklich sehr, dass wir irgendwo noch ein paar Schätzchen finden, die uns vielleicht ein Upgrade für Rüstung oder Angriffskraft geben. Heilung haben wir erstmal genug. Aber selbst mit dieser ganzen Heilung, die wir aktuell haben, ist es einfach nur eklig und beschwerlich, glaube ich. Ja. Ich denke schon. Okay, wir fangen einfach mal ganz zärtlich hier rechts an. Und sehen gleich ganz viele meiner Hassgegner. Ich lieb's. So. Ich habe überhaupt keinen Bock, den zu jagen mit dem Schwert. Guck dir das an! Bin ja schon wieder tot hier. So, zack. Fuck. Sagt man nicht, ich weiß. Sorry. So. Ja. Okay. Da haben wir eine Tür. Da. Ach, die Stacheln sind auch eklig, ne? Stacheln sind immer eklig. So. Fledermäuse. Oh Gott. Nee. Ach, Kacke. Bin ich verrutscht. Da bin ich etwas verrutscht. Oh, meine Güte. Okay. Okay. Ganz ehrlich, meine Reaktionszeit ist heute sehr gering. Wahnsinn. Noch mehr sinnloses Mana. Herzchen brauche ich, Leute. Herzchen. So, haben wir hier vielleicht einen Geheimgang? Es wäre ja zu schön gewesen. Aber ein Schalter. Der führt uns schon in den nächsten Raum wieder. Mit Geistern. Okay, Geister sind wenigstens One-Hit. Ich bin auch bald einer. Ah, Schlüssel. Sehr schön. Oh Gott. Ach, Leute. Ich geh kaputt hier. Hier geht's auch noch rechts. Hallo. Tiger. Oh nein. Oh, was? Oh, das war aber eine echt gute Bombe, muss ich sagen. Alter. Ja, das wäre jetzt was gewesen mit mir, ne? Mein Gott, ey. Ging sie jetzt irgendwo zurück? Warte mal. Hier geht's noch nach unten. Ja, genau. Ist mal voll in den Zombie reingerannt. Oder in eine Mumie, whatever. Okay. Hallo, hallo? Hier war doch noch jemand. Zack. Okay, schön. So ein bisschen Licht am Ende des Wegs. Und ansonsten ist ja auch nichts. Okay, tschüss. Ach ja. Oh, ich hoffe, ich schaffe das, ey. Okay, hier geht's auch nach unten. Hier haben wir einen Switch. Ah, Opa. Okay, haben wir jetzt schon 2 von. Ah. Aber gut, den Switch haben wir umgedreht. Der war, glaube ich, gleich am Anfang, ne? So. Aber es geht auch noch nach unten und hier ging es weiter. Ich gehe aber noch mal kurz nach unten. Oh, nach links geht's auch noch. Eieieiei. Oh Gott, nein. Geht weg. Nein! Ach nö, ich muss sie alle töten. Ich habe gar keinen Bock drauf, die zu töten. Stirb! Oh ja, wenigstens einen. Okay, geil. Kacke. Ich hasse sie so sehr, ne? Mann, das war's bald mit meiner Heilung. Hm.
Okay, das sieht schon sehr komisch hier aus. Ich sag dazu nichts. Oh Mann. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Sorry, Leute. Du Kacke, ey. Ich hau mir einfach selber einen rein. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Das ist aber schon wieder so eine Mörder-Challenge, ey, ne? Hallo? Oh Gott. Die umkreisen mich! Ach, Kacke! Okay, ich brauch Heilung. Bisschen auf Abstand. Zack! Und zack! Ja, so geht das. Ach ja, ach ja, ach ja, ach ja. Okay, es geht auch noch. Ich gehe erstmal nach oben. Scheiße, wäre ich erst nach oben gegangen. Den muss ich mir merken, den hebe ich auf. Okay. Das war's erstmal wieder hier. Hallo. Da geht's nach unten. Und hier sind 100 pro noch ein paar Gegner für mich. Oder auch nicht. Hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Der Schatzkiste. Ja, da ist es. Level 2 Schwert. Perfekt. Oh, schön. Schön, schön, schön. Okay, Rüstung hätte ich aber auch gefeiert. Okay, es geht nach unten oder nach rechts. Ich gehe erstmal rechts. Hallo? Ach nee, ich stehe schon wieder. Ich hasse dich so sehr. Das sind... Ja, ich glaube somit meine Hassgegner hier in dem Spiel. Geh in die Ecke. Okay, ich brauche Schlüssel. Das heißt, ich muss wohl da übel doch erstmal nach unten. Nee, hä? Warte mal. Nach oben. Nee, hä? Doch, hier nach unten. Ups. Okay, nice. Das waren die und das war der und... Chuck, das Schwert ist halt auch länger. Das macht's einfacher. So, zack, zack und zack. Ah, schön, 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 schön. Und Bomben haben wir auch noch bekommen. So, hier auch nochmal. Da ist der Schlüssel und hier überall noch Mana. Ich lasse das alles erstmal liegen. Vielleicht können wir es später noch verwerten. Vielleicht. Unter Umständen. Ich glaube aber nicht. So, zack, zack, zack. Und hier war jetzt irgendwo noch eine Schlüsseltür, ne? Ja. Okay. Ah, golden. Ich habe kein goldenes. Golden gibt immer saugute Sachen, ne? Also richtig gute. Was ist das denn? Goldene Dinger, da kriegst du, glaube ich, immer ein Item. Ein Schwert oder so. Wäre schon geil, wenn wir das bekommen hätten. Schade, schade, schade. Aber wir sind ja schon mal eine ganze Ecke stärker. Das freut mich. Wird trotzdem sehr anstrengend werden, glaube ich. Diese Challenge zu meistern. Was? Einen Pilz haben wir bekommen. Cool. Wollen wir mal eine Bombe legen? Oh, hätte sein können. Auf gut Luck. Scheiße. So, es geht nach oben. Komm, wir gehen erstmal nach oben. Na, 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 na. Oh Gott. Dieses Kackvieh. Ich hasse den so sehr. Oh, ein Fire Orb. Okay. Ja, doch erstmal nach links. Halt schwierig, ne? Wenn du keine Shops hast, ist super schwierig. Wir hätten jetzt schon so stark sein können. Aber gut, dafür nehmen wir einen Haufen Kohle mit rein. Aber es gibt halt auch nur begrenzte Sachen zu kaufen. Aber vielleicht können wir schon das Maximale an Tragetaschen mitnehmen. Mal gucken. Sehr schön. Hi. So. Oh, das war alles. Sehr gut, sehr gut. Du.
Okay. Dann hier ist Finale, hä? Nicht? Gibt's noch gar nicht. 40 Rubine, okay. Soll ich den Mushroom essen? Ach komm. Ich geh erstmal in die nächste Etage rein. Ah, die machen viel Schaden da, oder? So. Okay. Bam, bam. Eine Etage noch, Leute, dann hammer's. Liebe ich ja. Okay, alle Gegner sind tot. Gehen wir erstmal nach links. Warum? Okay. Wir brauchen als nächstes also einen Schalter. Aber das Gute ist, wir haben schon mal die Gegner alle geklärt und das sogar, ich glaube, ohne Schaden. Hallo? Ist hier jemand? Hä? Komischer Raum. Okay, ein Schneek. Hallo. Es geht. Okay. Jemand da? Hä? Auch gar keiner da, ne? Außer die Dinger. Aber die bewegen sich nur auf dem Wasser. Deswegen bin ich jetzt nicht so furchtvoll vor. Furchtvoll? Ja. Die Krabben sind auch super tanky, ne? Die halten vier Schläge einfach mit dem Level 2 Schwert aus. Und machen ziemlich viel Schaden auch noch. Noch mehr Geld. Alter, was soll ich denn mit der ganzen Knete? Gib mir Items, Leute. Gebt mir einfach Items. Okay, schön. Sehr, sehr schön. So. Ich finde es sehr auffällig. Es könnte da nach rechts gehen, beziehungsweise vielleicht würde ich mal von oben oder unten eine Bombe legen. Guck mal, hier vielleicht irgendwie. Ja, ich weiß nicht. Ich würde mal eine versuchen. Aber vielleicht ist es halt auch von links. Ne, von hier auf jeden Fall nicht. Von rechts raus auch nicht. Von oben. Hier könnte auch noch was sein. Ne, tatsächlich nicht. Schade, ich finde, es sah echt sehr, sehr danach aus. Jetzt habe ich halt viele Bomben verschwendet. Ich hoffe, es war kein Fehler. Aber manchmal, wisst ihr ja, meine Instinkte sind richtig und wir finden dann was Grandioses da. Aber halt auch nur manchmal. So, jetzt haben wir halt zwei Bomben verschwendet. Tut halt ein bisschen weh. Aber naja, was willst du machen? So, jetzt sind wir wieder hier. Was haben wir jetzt gekonnt? Wir haben hier einen Schlüssel. Okay. Und da haben wir wieder zwei Bomben. Hey! Och nö. Hä? Du. Und zack. So, haben wir hier noch irgendwas? Nothing. Vielleicht noch eine hinterher. Ist hier noch jemand? Diese komischen Hüpfer. Okay. Oh, natürlich. Den habe ich nicht kommen sehen. Jawohl. Ah, okay, ein Amethyst. Ein Amethyst. Schauen wir mal. Ah, Batman.
Batman killt mich. Jawohl, ein bisschen Geld. Ja. 700, Leute, 700. Aha. Kacke. Schon wieder reingerannt. Hoppa. So, und dann der Final Schlag. Okay, ein paar Mäuse. Ein paar Fledermäuse. Ach, wie gut das tun wird, wenn wir uns ein bisschen Rüstung gekauft haben. Ach du Scheiße. Okay. Ansonsten war jetzt hier nicht so viel los. Aber wir haben doch gar keinen Schalter umgedreht, oder? Wir haben noch einen Schlüssel jetzt gefunden. Hä? Wo war denn jetzt noch eine Schlüsseltür? Hier. Ups, die habe ich ja nicht gesehen. Da ist direkt der Schalter einfach. Hä? Okay. Okay, verstehe. So. So, zack. Dann, hier können wir sogar was vereinen, Leute. Schön. Ah. Na. Und tschüss. Und ein Herz hier noch. Geil. So, wir haben zwei von den Dingern. Bam. So. Oh, noch mehr Kohle. Ohne Milch. Die stackt auch nicht, ne? Nee. Naja. Aber gut, Leute. Wir haben es geschafft. Wir sind im Dorf angekommen. Ich bin sehr erfreut, dass wir das geschafft haben. Darauf erstmal ein Schluck Tee. Und ein Herzchen nehmen wir auch mit. Bam, 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 bam. Ja, Mann. Metroid ist am Start. Also Samus, nicht Metroid. Metroid sind die anderen. Die Bösen. Ah, stellt euch das mal vor, wir hätten hier unsere Knarre, so unseren Beam. Bam, 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 bam. Das wäre cool. Ich glaube, Metroid muss ich auch mal spielen. Was sagt ihr dazu, wenn wir mal Metroid zocken? Also ich habe ja schon mal Metroid gezockt. Metroid Prime und Metroid, das erste, glaube ich. Also auf Metroid hätte ich generell auch mal wieder, glaube ich, Lust. Naja, mal gucken. So, was sich ergibt. Die Zelda-Projekte sind halt alle auch so geil. Ich habe halt auch so mega Bock auf Zelda immer. Ist halt auch einfach ein geiles Spiel, ne? So, wir gehen erstmal in die Shops gucken, würde ich sagen. Let's go. Nee. Ich lasse das auch wieder drinne, weil, ganz ehrlich, ich finde das, es ist auch cool, wenn man hier so auf Shopping-Tour geht, oder? Scheiß, die haben echt alle gar nichts. Oh nein. Ja. Boah, und ich dachte schon, die letzten Dinger waren hart, aber das wird ja sowas von schwierig. Das heißt, ich muss voll unterquippt, muss ich da zu den Bossen und so latschen. Die haben alle nichts für mich. Das ist schon sehr traurig. Bin ich ehrlich. Das heißt, Geld ist super sinnlos, oder? Geld ist super sinnlos, Leute. Oder brauche ich für irgendwas Geld außer dem? Nee, ne? Eigentlich nicht. Holen wir es uns trotzdem? Ja, ich glaube schon. Ja, krass. Hätte ich jetzt gar nicht so gedacht. Das war... Dann ist ja der Brief auch komplett useless eigentlich, ne? Jetzt wäre irgendwie geil, wenn es irgendwie so ein Amulett gäbe, wo du pro Rubin irgendwie mehr Schaden oder mehr Rüstung bekommst. Das wäre geil. Würde ich feiern. Ja, dann, cool. Wir sammeln Magnete. Ach Gott, ey.
nehmen trotzdem alles mit, oder? Wir sind einfach cool und nehmen das trotzdem mit. So. Boah, ist das scheiße. Das ist richtig scheiße, Leute. Ist jetzt schon fast die Frage, soll ich mir... Achso. Ja, der Spiegel war für die Oma. Ist es vielleicht sogar besser? Ich nehme vielleicht das Erdamulett mit? Anstatt das in Rubine umzutauschen? Ich glaube ja. Oder was sagt ihr, Leute? Weil ich habe gerade echt viel Mana. Ich habe noch zwei von den Dingern. Ich hätte irgendwie, glaube ich, da schon eher den Guess, dass wir das so machen. Meine Pilz können wir... Zauberpulver? Zauberpulver könnten wir auch mitnehmen. Natürlich. Ich krieg Geld. Alter. Ne, für einen richtig krassen Raum, ja, dann nehme ich das Erdamulett mit. Oder Feuer, oder was ist das für ein Amulett? Ich weiß gerade gar nicht. Das machen wir. Okay. Ich hole es mal kurz. Das Amulettchen, beziehungsweise das Zauberpulver und dann das Amulettchen. Weil bringt ja nichts, ne? Bringt ja nichts, dass ich dann irgendeinen anderen Mist mir mitnehme hier. So. Ja, Geld ist dann ja einfach nur useless. Könnte ich ja fast sogar in die Spielothek gehen und mal eine Runde drehen, oder? Was meint ihr? Hätte ich gesagt. So. Zack. Hallo, mein Freund. Was geht? So, da ist es. Ja, das nehmen wir mit. Fertig. Fertig aus. Hab ich das schon eingesammelt? Nee, natürlich nicht. Okay. Jetzt krieg ich auch noch den Köcher. Okay, ich spare zumindest ein bisschen Platz, aber ich... Ja, bin jetzt nicht so begeistert, um ehrlich zu sein. Rüstung oder Schwert wäre geiler gewesen. Oh, Mann. Das tut ja richtig weh hier. Okay. Ich mach noch ein paar Bomben. Ja, Bomben ist dann jetzt auch so eine Sache, ne? Okay. Ah, das wird super schwierig, Leute. Das wird ganz, ganz arg schwierig werden hier. Also so zu Arganem zu kommen... Au. Okay, 40 Pfeile. Zumindest haben wir den Köcher und dann die 40 Pfeile gefunden. Ansonsten wären die ja ins Leere gegangen. Ja, den König beschwöre ich dann diesmal nicht, ne? I guess, das wäre doof. So, vielleicht haben wir hier Glück. Da ist was Schönes drinne. Bitte kein Geld. Ja, wenigstens ein Diamant und ein Cetirizin. Ne, das ist eine Tablette. So, wartet mal. Ich habe jetzt einen Diamanten und das Lila, ne? Ich könnte mir entweder einen Ring of Bombs oder einen Ring of Health holen. Ich glaube, der Ring of Health wäre ganz geil. Ring of Bombs wäre allerdings auch ziemlich geil. Aber es kostet halt alles Mana. Und ich hatte eigentlich vor, damit zu gehen, mit dem Erdamulett, ne? So, was machen wir da jetzt? Was machen wir da jetzt, Leute? Menno. Vor allem bin ich jetzt schon wieder voll, ne? Das ist der Hammer. Kacke, ey. Ring of Bombs? Ja, ich glaube, ich nehme Ring of Bombs mit, Leute. Weil wenn wir dann zu den Zwergen kommen, da gibt es da ganz viele Schatzkisten. Und ich glaube, dann werden wir die brauchen. So, jetzt sind wir auch bei Pfeilen voll. Wahnsinn. Ach, Kacke. Okay. Wir holen uns mal schnell den Ring of Bombs. Wie ich einfach nur das Level 2 Schwert habe. Ich bin so traurig. Ach Mann. So, wartet mal. Im Pub ist das, ne? Der Spiele-Saloon.
düm, düm, so. Wie geht denn das? Okay. Game over. Hält. Game over. Ich habe keine Ahnung, wie das geht, Leute. Jacks or better. Zack. Game over. Royal Flush. Ich hab noch nie Poker gespielt, by the way. Okay. Können wir Billard spielen? Das kann ich besser. Ja, ich glaube, ich vielleicht sollte ich mal Poker lernen. Okay. Wir haben es mal ausprobiert, ne? Okay, was machen wir noch, Leute? Ich hole mir mal den Ring of Life. Nee, auf Bombs. Ja, auf jeden Fall auf Bombs. So, jetzt haben wir hier noch ein Ei. Das würde ich auf jeden Fall auch mitnehmen. Leben wird sehr wichtig sein später, denke ich. Okay. Diese Kackknete, ne? Wir brauchen diese Knete halt einfach null. Ach, Manu. Ist das frustrierend. Okay, das Ei holen wir uns gleich noch. Okay. Ring of Bombs. Den bekommen wir mit Diamant und dem Ding. So. Scheiße, ist der Ring of Arrow. Ach nö. Und ich hab nicht mal einen Bogen. Na gut, jetzt habe ich Scheiße gebaut. Ich dachte, es ist der Ring of Bombs. Mann. Okay, wir nehmen das Ei noch mit. Und dann holen wir uns jetzt noch den Kristall von Schralala. Der ist nämlich auch super wichtig. Dann, ja, Ring of Bombs wäre halt einfach gut gewesen, ne? Die braucht man eigentlich wirklich für die Mine. Theoretisch. Oder halt eine größere Bombentasche. Und dann Bomben sammeln. Hä, ich habe schon wieder keinen Platz. Ach Mann, was tue ich denn jetzt weg? Das ergibt halt kein... Ja. Ach Mann! So, machen wir es halt so. Kann ich den... Kann ich den so mitnehmen? War nichts Persönliches. Okay, es geht weiter, Leute. Alter, ich glaube, wir werden nicht sehr weit kommen. Ich denke nicht. Ja, wir haben jetzt 1200 Rubine. Wir hätten jetzt noch mehr Geld gehabt. Vielleicht sogar noch mehr, wenn wir den 20% Ring da bekommen hätten, ne? 20% Anhänger. Aber, ja. Ja, rot haben wir nicht. So eine Kacke, ey. So eine Kacke. Ja, genau. Zieh mir halt einfach zwei Herzen. Ne, zweieinhalb sogar. Zweieinhalb Herzen ab. Das heißt, ich bin tot beim nächsten Treffen. Jo. Geh ich mit. Haben wir wenigstens mal ein Schild. Cool. Freue ich mich. Wahnsinn. Na, wenigstens mal was. Okay, hier geht's nicht weiter. Mhm. Okay. Ach du Kacke. Wollen wir das mal ausprobieren? Wollen wir mal gucken, was passiert. Ist eigentlich ganz geil für das Mana, oder? Du Scheiße! Hast du das gesehen? Ich bin einfach nur gegen so einen Stachel gerannt. Oh Gott. Ja, aber ich glaube, das ist wirklich ganz geil für das Mana. Jetzt mache ich mal den hier.
und treff gar nichts. Wow. Juhu. Wir hätten so viel stärker sein können, ne? Kacke. Ich glaube, ich muss meine erste Milch nehmen. Ich brauche kein Geld. Mann. Das wird alles so eklig werden hier. Oh, nee. Gehen denn die Stacheldinger auch kaputt? Nö. Nix habe ich bekommen. Oh, natürlich. Gibt's noch ein Auge? Okay, Mana. Okay, weiter geht's. Oh, ja. Schön. Toll, dass hier schon wieder so ein Ding ist. Bringt mir halt nur nichts. Hä, wo hab ich denn die... Hä? Ach, da ist tatsächlich eine Tür. Die habe ich gar nicht gesehen. Ja, wollen wir noch mal, oder wie? Toll. Ich sollte die Dinger hier vielleicht erstmal benutzen. I hate it, ey. Wow. Okay, Leute, ist vorbei. Oh, Mann. Oh Mann. Ja, Wahnsinn, ey. Einmal machen wir noch. Aber Wahnsinn, oder? Das ist, wir wissen jetzt schon mal, es wird in diesem Spiel nicht einen einzigen Shop geben. Also hier muss man, glaube ich, wirklich mit ein bisschen Raffinesse rangehen. Und mit sehr viel Skill. Ich denke, wir hätten vielleicht noch relativ weit kommen können. Ich denke, Mana ist sehr wichtig. Genauso wie ein bisschen Glück. Also noch mehr Glück als sonst. Und was halt echt imper wäre, wenn wir gleich zu Beginn irgendein krasses Item ziehen. Irgendein krasses Amulett, was uns Schätze verrät, ne? Das wäre schon hammermäßig geil. Warte mal, hier komme ich... Ne, da komme ich noch nicht dran. Okay. Ja, das wäre schon geil. Das bringt mir zum Beispiel gar nichts. Aber danke für die Blumen. Shit. Jetzt glaube ich wirklich ein ganz guter Run werden können, ne? Mann. Jetzt ist hier schon wieder die Frage, muss man sich vielleicht irgendwo durchbomben? Vielleicht auch nicht. Okay, den Key haben wir schon mal. Okay, nö. Dann weiter geht's. Rubine. Sonst freust du dich immer über Rubine, aber jetzt gar keinen Bock drauf. Wir wollen doch einfach nur Geheimgänge finden, Leute. Geheimgänge wollen wir. Na. Wir haben irgendwie noch mehr Pech als in allen Runden zuvor bis jetzt. Wir hatten jetzt überhaupt keinen Geheimgang. Wir hatten nicht mal irgendeinen Gem oder so, den wir gefunden haben. Wow, absoluter Wahnsinn. Guckt euch unser Inventar an. Ist absoluter Rotz aktuell. Das ist natürlich was anderes hier. Goldener Kingstone ist schon was Schönes. Sollten wir den Gegenpart finden. Ansonsten ist es natürlich egal.
So, zack. Ja, aber ich glaube, in der heutigen Folge werden wir das nicht schaffen. Ich gehe irgendwie stark davon aus. Ich glaube, da brauchst du wirklich ein bisschen Glück und genau den Run, der passend ist. War natürlich auch jetzt im letzten Try ein bisschen Fail von mir, dass ich da einfach reingerannt bin. Vielleicht hätte ich auch einfach mein Amulett wieder usen sollen. Aber ich wollte halt ein bisschen Magie sparen. Ah, schwierig. Schwierig, schwierig, schwierig alles. Okay, ich hätte gedacht, wir haben die größte Herausforderung schon hinter uns mit dem Damage. Aber ich glaube fast, es könnte diese werden. Weil hier brauchst du wirklich das Glück, dass du das passende Item hast, glaube ich. Guck mal, wir haben aktuell gar kein Glück. Wir haben auch nicht wirklich Bomben. Wir kriegen nur wieder Kohle. Kohle, die ich nicht brauche. Komm. Oh, wenigstens Level 2 Schwert. Das ist schon mal ein Anfang. Oh! Och Mann, da finde ich so einen Raum und dann ist es wieder nur Geld. Kacke. Kacke, kacke, kacke. Zack. Ach Mann. Hallo? Du, 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 du. Okay, Schlüsselhammer? Wo ist denn die Schlüsseltür dafür? Aha. Bitte. Bitte, 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 bitte. Gibt's doch nicht, oder? Kann doch einfach nicht wahr sein, dass wir jetzt schon wieder Geld bekommen. Ich bin zutiefst enttäuscht. Ich finde, wenn, dann hätten sie das so machen sollen, dass es kein Geld gibt allgemein kein Geld. In den Schatzkisten kein Geld und in den Räumen kein Geld. Dann, wäre es, glaube ich, um einiges besser. So, kriegen wir hier noch eine Schatzkiste? Kacke. Okay, was haben wir? Ein Level 2 Schwert, wir haben zwei Bomben und wir haben das goldene Ding hier. Wenn wir den Gegenpart finden, kriegen wir was Schönes, aber ja, das ist halt immer so eine Sache. Aber da kriegen wir halt wirklich was richtig Schönes. Bin ich mir relativ sicher. Okay. Bam. Was? Wo war das nicht getroffen? Hallo? 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 Also wir wissen auf jeden Fall, wir müssen jetzt auch nicht den Brief mitnehmen, weil der ist eigentlich sinnlos. Wir können nur Glück haben und können dann vielleicht ein paar Schatzkisten haben. Im Dorf. Aber mehr ist da eigentlich nicht zu holen. Okay, also ich bin der Meinung, das wird wahrscheinlich jetzt hier so der Part werden, wieder so das Vorgeplänkel, die Vorbereitung, ein bisschen diese Challenge kennenlernen. Und ich denke, der nächste Part wird dann wahrscheinlich da so dann sein, yo, jetzt rock mal das Ding. Jetzt haben wir es raus, jetzt wissen wir, worauf wir achten müssen, was wir mitnehmen müssen. Und dann rocken wir da so durch. Vielleicht haben wir jetzt aber auch Glück. Irgendwo noch. Und kriegen ein paar richtig krasse Items. Vielleicht aber auch nicht. Das ist tatsächlich ein geiles Item. Das ist doch das Beste, oder? Ja. Ja, 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 ja. Jetzt müssen wir noch einen geilen Gegenpart finden. Dann, könnte es tatsächlich was werden. Was brauchen wir denn eigentlich? Warte mal. Glaub, nee, warte mal. Das letzte, ein Saphir. Ein Saphir brauchen wir. Oder das Schwert. Das wäre jetzt Imbar. Kann im Geheimraum was sein? Dachte ich mir schon. Ich glaube, im Geheimraum kann kein Geheimraum sein, oder? Das wäre, glaube ich, ein bisschen zu krass. Ah, jetzt haben wir nur eine Bombe. Das ist tragisch. War das falsch? Ich glaube, das war falsch. Oh, viele Herzchen noch hier. Du, 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 du. Ja, ich glaube, oben war die Tür, ne?
Ba-bam. Na. Genau. Okay, gucken wir mal. Natürlich. Boah, ist aber auch sau dunkel, ey. Ja, Licht kommt halt auch noch dazu, ne? So, der, ja, der gibt mir Geld, ne, aber, ja. Hilft mir halt nix. Hallo? Ist einfach keiner. Brauch ich nicht. Wär's denn mal mit dem Herzteil oder so? Hm, Leute? Zack. Kacke. Hab ich Heilung? Ich hab eine Kirsche. Alter, was mache ich denn? Es nervt mich schon wieder, dass ich so schlecht bin. Ist aber auch die Konzentration. Es ist einfach die Konzentration. Ich glaube, das muss ich auch an einem Tag spielen, wo ich vielleicht nicht gearbeitet habe. Und ich meiner vollen Aufmerksamkeit dem Game widmen kann. I guess. Also ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich bin immer, wenn ich einen Tag schon gearbeitet habe, da ist meine Konzentration so im Eimer, da kannst du eigentlich sowas vergessen. Dass da große Gaming-Leistungen bei mir rumkommen. Deswegen, ist hier noch irgendwo jemand? Hallo? Ja, tatsächlich. Hi. Nein. Okay, Tür gehen auf. Und hier? Oh. Ja. Geil. Geil. Hä? Tschüss. Weg damit. Ha. Ha. Nice. Wir haben Rüstung bekommen. Und das vor dem ersten Boss. Wow, das ist ja mal eine sehr akzeptable Leistung von uns. Das ist ja der Wahnsinn. Hallo? Noch jemand hier? Nö. Ich könnte mir vorstellen, das wird doch vielleicht noch ein ganz guter Run. Je nachdem, wie ich mich anstelle. Wenn ich jetzt mal ein Herz hinbekommen würde, wäre das schon sehr hilfreich dafür. Ja, dich brauche ich nicht. Das haben wir jetzt schon gelernt. Du bringst nichts. Du bringst keine Pluspunkte für uns. Ich habe halt echt gedacht, wir bekommen wenigstens im Dorf was. Aber nö. Halt einfach gar nichts. Scheiße. Oh Mann. Ich glaube, ich konsumiere die Kirsche gleich. Okay. Wir müssen uns konzentrieren. Wir müssen uns echt konzentrieren, aber es ist im Möglichen. Ist wirklich kein schlechter Run bis jetzt. Okay, nice. Bam, 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 bam. Nö. Sehr schön. Ja, der Schaden ist übersichtlich. So kann das weiterlaufen, Leute. Yeah.
Okay, nächste Etage. Schauen wir mal, was das Glück uns bringt. Okay, es geht nach unten oder nach oben. Hallo. Natürlich. Hi. Ja. Okay, das war's schon mal hier. Das heißt, es ist eher so ein Rückweg, glaube ich. Und hier gibt es noch ein paar schöne Schwimmungs. Das war's auch schon. Okay. Keine Treffer. Wären ganz cool. So, da haben wir einen Schalter. Wahnsinnig tolle 10 Rubine. Da freut man sich. Okay, wo ist die Schatzkiste? Da. Ah. I don't want rupees. Menno. Okay, cool. Und weiter geht's. Ein Kompass. Oh, Kompass ist ganz nett. Erstmal zur Orientierung. Da gibt's eine Fee. Okay, okay, okay. Wir haben eine Bombe, Leute. Das ist schlecht. Ein paar Bomben wären auch cool. Ich würde mich sehr freuen über Bomben. Sehr. Das war gut. Das war eine nice Runde. Da sind wir gut durchgekommen. Durch die Gegner. Okay, also hier ist jetzt sowieso nichts los. Es geht nach links und nach oben. Mhm. Sehr schön. Papa. Geisterchen. Zack. Zack. Oh. Schnell unterwegs. Sehr schön. Oh, okay, es geht. Warte mal, es geht noch hier nach oben. Stimmt, da war die Fee. Das hat man ja schon. Und hier drüben geht es auch noch nach oben. Ich wünschte, es würden auf der Karte auch Schatzkisten markiert werden. Das wär irgendwie cooler mit dem Kompass. Weil dann. Ja, würde ich mir auch öfter mal überlegen, ob ich in den Raum reingehe oder nicht. Wenn da vielleicht einfach eine Schatzkiste markiert wäre. Das fände ich, glaube ich, ganz cool. Aber naja. Man kann nicht alles haben. Wir müssen uns mit dem zufrieden geben, was wir bekommen. Okay. Ist auch nichts los. Ach, es geht ja gar nicht nach rechts. Da kommen wir wieder. Okay, theoretisch müssen wir jetzt einen Raum mit einem Schlüssel finden, richtig? Der müsste jetzt, glaube ich, hier rechts gleich sein. Ja. Ah, ist so cool. Mit den Rundgängen ist das echt genial gemacht. Das klappt halt auch einfach. So, Dalle. Ach, Mann. Lieber ein paar Schatzkisten. Da wäre mir jetzt ein schönes Heil-Item einfach lieber gewesen, ne? Oh ja, sehr schön. Bomben. Hallo? Hallo? Hier ist irgendwo noch eine Maus. Glaube ich. Hä? Habe ich die schon erwuscht? Erwuscht? Ja, habe ich die schon erwuscht? Ne, da ist sie. Kacke. Die trifft mich natürlich. Die Maus trifft mich natürlich wieder. Mhm. Da-dum, da-dum. Ich gehe erstmal nach oben. Hm. Sehr schön. So, und dann der Rückweg.
Nice. Okay. Jetzt sind wir hier, genau. Oh Gott, da ist ja noch einer. Ja, komplett voll, ne? Mit Items. Da perfekt gerade ein Geist dem anderen geschwebt. Das ist ja der Wahnsinn. Okay, nächste Etage. Wir sind ganz gut durchgekommen, glaube ich. Aber wir haben auch nicht wirklich was bekommen. Oder? Haben wir das? Das haben wir vorher bekommen, ja. Ha. Oh. Schön. Nee. Die will doch keiner. Die will doch keiner. Ah, natürlich so ein Crappy. 4 Schläge. Das ist immer voll übertrieben. Okay, wir gehen erstmal nach oben weiter. Merken uns aber, da geht's auch noch nach links. Und das war's auch schon wieder hier. Schade. Jo, geil. Bitte, 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 bitte. Kein Geld. Bitte kein Geld. Ja, okay. Okay, wir gehen einmal nach unten. Wir haben sehr viele Bomben. Aua, Kacke. Dim, dim. Und tschüss. Ich geh erstmal nach oben. Ah, noch eine Crappy. Da ist Opa. Nee, Onkel. Food. Alter, ich brauche Food für mich selber. Der gibt mir bestimmt Kohle dann dafür. Ja komm, gib mal ihm, oder? In der Hoffnung, dass wir was kriegen. So, warte. Ich hau die zwei Schleimis mal weg. Oh. Unerwartet gut. Unerwartet gut, muss ich sagen. Guck mal. Ja, war klar. Ich krieg wieder nur Kohle. Dann hätte ich den Pilz lieber selber behalten, ganz ehrlich. Ich weiß nicht, kann der überhaupt was anderes droppen, außer Rubine? Hätte der mir jetzt auch ein Schwert geben können? Wahrscheinlich nicht, oder? Ich glaube irgendwie nicht dran. Eine Bombentasche. Das gefällt mir. Das gefällt mir gut. Das spart Platz und Energie. Auch hilfreich für später für die Mine. Möglicherweise. Okay. Wir kommen gerade gut voran. Schlüssel haben wir auch gefunden. Es geht weiter. Auch wenn es sehr dunkel ist. So, ich gehe mal nach unten erst. Hallo? Mann, schon wieder so viele Räume. Hä? Was ist denn hier los? Oh, wow. Ja, genau sowas brauche ich. Mehr Räume bitte davon. Bitte, bitte. So, wir gehen hier einmal nach links. Dann geht es aber weiter runter. Ich gehe nochmal eins hoch. Da ging es auch noch nach links. Nee, 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 nee. So ein komischer Wasserlo... Okay, I try. Ach, Manu. Schade. Hätte was werden können.
Na, na. Okay, okay. Boah, genau. Schon wieder 20 Räume hier. Ah, Kacke. Okay, hier ist nichts los. Okay. Die kann ich nicht angreifen. Die geben mir einen schönen Schlag ins Gesicht, wenn ich das tue. Die sind auch so nervig. Okay, auch wieder gar nichts. Wahnsinn. Einfach Wahnsinn. Was ist das? Sah irgendwie komisch aus. Okay. Die sind auch relativ tanky, ne? Ich glaube, im normalen A Link to the Past ist das ein One-Hit-Gegner. Weiß gar nicht, wo die hier so tanky sind. Schon merkwürdig. Du. Okay, 10 Rubine. Juhu. Oh, ein Secret Room. Oh. Oh, 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 oh. Warte mal. Wir haben, nee, da bringt mir leider nicht so viel. Ah, nee. Also der ist geil, ja. Ich nehme erstmal beides mit. Aber nicht ganz das, was ich suche, leider. Aber naja. Wir freuen uns trotzdem. Wir freuen uns trotzdem und hoffen auf noch bessere Tage. So, da brauchen wir wieder einen Schlüssel. Meine Güte, ist auch ein dicker Dungeon, ne? Meine Güte. Zack. 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 Jo. Hier gehen wir nochmal links. Das ist richtig geil. Das heißt, wir können uns ein Schwert-Upgrade holen. Aha. Useless. Wir können uns einfach ein dickes Schwert-Upgrade holen. Oder die Waldfee. Zack. Nein. Einfach. Boah. Ein Kiwi. Zack. Nein. Hat mich verarscht. So, zack. Zack. Ah, schade. Ich hätte gedacht, da kommt vielleicht was bei rum. Alter, was das für ein fetter Dungeon, also für ein fettes Stockwerk ist. Das ist ja der Wahnsinn. Jawohl. 3 Hits. Und hier geht's weiter. Da liegt auch einfach ganz frech einfach der Schlüssel rum. Und hier gibt's bestimmt noch so einen richtig coolen Block, den man verschieben kann. Den ich noch nie gesehen habe. Wo sind die nur? Wo sind diese Blöcke, Leute? Gute Frage, nächste Frage. Okay, wir haben es hier erstmal durchgeschafft. Jetzt brauchen wir die Schlüsseltür, die war hier direkt, ne? Haben wir noch ein Herzchen vielleicht? Nö. Hey. Oh, ich raste aus. Oh, komm. Lass da was Geiles drin sein. Bitte. Nein. Naja. Wir haben natürlich wieder das Pech und kriegen Rubine. Weißt du, da hätte auch ein richtig geiles Juwel oder ein Waffen-Upgrade drin sein können.
Wir kriegen Rubine. Ach Mann. Okay, wir haben es aber geschafft. Und wir haben eine ganz stattliche Rüstung, würde ich sagen. So, und sind damit jetzt endlich im Dorf angekommen. Nach langen Jahren der verzweifelten Suche. Das Schöne ist, wir haben schon eine große Bombentasche. Und wir haben einiges an Juwelen. Eine größere Inventory-Tasche wäre, glaube ich, ganz geil. Und ich bin mir noch nicht ganz sicher, was ich jetzt noch mitnehme. Und inwiefern ich die Quest mache. Schwierig alles. Sehr schwierig. Okay. Aber auf jeden Fall schon wesentlich besser als vorhin. Denn wir haben jetzt schon einfach zwei Rüstungen mehr. Nur halt keine größere Inventartasche. Wir könnten uns jetzt hier halt ein Schwert-Upgrade holen. Ich weiß aber nicht, ob ich das machen will. Hier gibt es einfach Knete. So. Huch. Auch Knete, Pfeile. Oh, ich habe gerade irgendwie einen Frosch im Hals. So, da gibt es ja auch überall nur Geld. Das ist ja auch alles nix. Ich gehe mal ganz kurz die Bombe legen. Ich bin ja mal ganz ehrlich, das ist gerade so ein bisschen das Einzige, was mir sehr wichtig ist. Guck mal hier. Okay, noch ein Diamant. Oh, das ist richtig geil. Da können wir nämlich schön sparen jetzt. So, was können wir denn mit einem Diamant noch anstellen? Da könnten wir uns den Ring of Health holen, Leute. Was sagt man dazu? Ich glaube, Ring of Health wäre ganz geil. Also das hier und der Diamant wären Ring of Health. Das, ich weiß es nicht. Soll ich mir ein Schwert-Upgrade holen noch? Ich glaube, ja. Ich glaube, ich hole mir noch ein Schwert-Upgrade. Okay. Okay, okay, okay. Aber sind wir ganz ehrlich, war jetzt keine schlechte Ausbeute da drin. Also, ich bin begeistert. Aber ich hole mir das, ja, ich hole mir das Schwert-Upgrade. Ich glaube, das ist die richtige Entscheidung, oder? Ansonsten, ja, wir können die Quest machen. Und nehmen halt das wieder mit. Oder? Das Feueramulett. Brauche ich nicht. Ich guck mal kurz nach den ganzen Schatzkisten. Eigentlich auch so das Einzige, was mir jetzt, was jetzt wichtig ist. Die Hühner. Ich hatte noch nie ein goldenes Ei. Oh, verdammt geil. Oh yeah, Mann. Level 3 Schwert. Leute, das könnte echt der Run werden. Hätte ich jetzt gar nicht am Anfang so gedacht. Na gut, ich gebe mal kurz das Buch ab. Und hol mir das Amulett. Ja. Für ganz schwierige Räume werde ich das benutzen. So, Spiegel, Spiegel an der Wand. Wer ist die schönste? Samus. Okay, drei davon. Ah, jetzt können wir auch schon die Krüge mit dem Schwert zerhauen. Auch ein sehr schönes Ding. Wenn was drin ist. Manchmal ist aber nichts drin. Na gut, Mana hätte ich liegen lassen können. So,
So, Oma. Gib mir mal einen Pilz. Aber das ist schon ein deutlicher Unterschied auf jeden Fall wieder zum anderen Run. Wir haben einfach schon viel bessere Items als vorher. Muss man einfach sagen. So. Zack. Eine Schatzkiste gibt's oben noch. Wir können uns noch ein Schwert-Upgrade holen. Ich glaube, damit bin ich dann erstmal zufrieden. Schwert-Upgrade und Ring of Health. Oder ich lasse das halt mit dem Erdamulett. Speichert Platz. Mache ich mit Fallen auch. Nö, ne? Nö. Wir holen uns jetzt erstmal ein paar schöne Sachen. Aber Ring of Health kostet halt auch wieder einen Itemplatz. Aber ist halt so. Ist halt so. Okay, pass auf. Wir machen es folgendermaßen. Wir machen... Use. Und Use. Das müsste Ring of Health sein. Richtig? Genau. So. Das heißt, wir können uns jetzt heilen. Und jetzt zweimal der. Das ergibt ein neues Schwert. Richtig? Jo. Das Dragon Sword. Jo. Sehr schön. Das macht schon mal einiges leichter. Gut. Jetzt hebt man hier noch ein paar Hühner hoch. Das gibt nämlich ein bisschen Essen. Aber, schwierig jetzt schon wieder, ne? Komm, ich lasse es liegen. Ich lasse es liegen. Bin ganz ehrlich, ich nehme lieber ein bisschen was mehr davon mit. Zack. Ich will ein goldenes Ei, Leute. Ich will mal ein goldenes Ei finden. Ach Mann, nur Rubine. Ja, ich nehme lieber ein bisschen Healing mit. Ich glaube, es ist die richtige Entscheidung. So, dann haben wir hier alles. Zack. Unten hatte ich noch ein bisschen Mana liegen gelassen. Wenn, dann gehen wir schon komplett full weiter. Gut, dann weiter geht's. Besser waren wir noch nie ausgerüstet in diesem... in dieser Challenge. Mal gucken. So, das letzte Mal sind wir hier gestorben. Ich hoffe, dass wir diesmal ein bisschen mehr Glück haben. Wir sind auf jeden Fall schon ziemlich viel besser ausgerüstet. Aber lass uns direkt mal treffen von so einem Sandgeist. Und die... Ah, du hast ein Level 4 Schwert und die ballern dir trotzdem so ein Damage rein, ne? Das ist der Wahnsinn. Leck mich doch am Arsch. Was soll das denn? Geht auch noch die Tür hinter dir zu, kannst einfach nichts machen. Hä, das war... Achso, ich habe das umgedreht. Ja, okay. Dann jetzt nach oben. Schön, dass ich die jetzt auch schon angreifen kann, das ist gut. Okay, wir gehen nach oben. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Guter Raum. Oh je, meine Leute. Oh je, meine. Was soll das hier nur alles werden? Kacke. Kann ich den schon weghauen? Nö. Schnell weg hier. Okay, wir haben Schlüssel. Wo ist denn die Tür? Dafür. Da. Direkt da. Nee, nee. Okay, ich rüste mal einen Ring of Health aus.
Und weiter geht's. Oh Mann. Hä, ich brauche noch einen Schlüssel. Ah ne, da geht's weiter. Oh Gott. Ja, genau. Ja, gut Leute, das war's dann wohl mit diesem Run. Ja, schaltet doch gerne wieder ein zu einer neuen Runde A Link to the Past Rouge-like beim nächsten Mal. Wird auch wieder am Samstag sein. Ja, wir haben diesmal hemmungslos versagt mal wieder. Wir haben 3 Runs hingelegt. Der erste Run war richtig scheiße. Der zweite, der hätte was werden können. Da habe ich mich doof angestellt. Und beim dritten habe ich mich eigentlich auch doof angestellt. Also ganz ehrlich, ich glaube, das wird der schwierigste Run. Ich glaube wirklich, das wird der schwierigste Run. Ja. Weil hier, boah, nichts einkaufen. Hier brauchst du wirklich einfach, du wirst hier von allem zugeballert. Du hast keine richtige Rüstung, keinen richtigen Angriff. Die fehlen sonstig auch noch viele Items, die du optional bekommen kannst in Shops und Heil-Items. Und hier brauchst du wirklich richtig Luck oder richtig Können. Und ja, das hatte ich jetzt beides nicht. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Gerne liken, kommentieren und schaltet beim nächsten Mal wieder ein zu Dungeons of Infinity. Vielen Dank. Tschüssi, Leute.